Ja, nee, in 2 Stunden bin ich ungefähr. Dann, wenn der erste Checkpoint so kommt, dann bin ich ungefähr da auf der Höhe. Kann man hier also einfach so drüber springen? Mann! Ach Mann, ich hab. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Gib dir gleich mal ein bisschen Mühe. Zum Glück gibt es hier keine langen Ladezeiten. Ne? Ja, genau. Häng an dem scheiß Baumstumpf da fest. 1,13 hast du gesagt, ne? Was machst du? Warum läufst du da weiter, du scheiß Schwein? Oh Mann. Was ich halt hasse, dass wenn du bei manchen Sachen stehen bleibst, dass du diesen Abgrund überhaupt nicht mehr schaffen kannst. Weil du musst halt mit Schwung auf die Shell drauf springen, sonst hast du zu wenig Schwung. Warum? Warum? Zuschauer haben wir. Wow, wir sind ein bisschen weitergekommen. Da, und jetzt immer wieder weg. Get over it. Kennt jemand das Lied von OK Go? Scheiße. Wenn der mich jetzt getroffen hätte, ne? Hätte hier aber geklatscht und kein Beifall. Sag mal so, wenn das trophäentechnisch gefordert gewesen wäre, Platin zu holen überall, hätte ich mich dran versucht, aber so weiß ich nicht. Oink, oink, oink. Ich meine, es wäre im Original auch einfacher gewesen, auf den Seilen zu laufen. Kann jetzt natürlich auch sein, dass ich mich täusche.
Aber ich meine, so wäre es gewesen. Ficken, ey. Oh Gott, da wäre ich fast runtergefallen. Hallo, Ganös. Och Mann, ey, es kann doch nicht sein. Ja. So, nochmal. Ich kann es wiederholen. Es ist sehr gut, dass wir keine Leben verlieren. Ja, der Stream geht auf jeden Fall bis 21 Uhr. Es kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen länger geht. Es kommt halt drauf an, wie viel Lust ich habe. Wenn ich hier irgendeinen Fortschritt jetzt sehe, den ich irgendwie in diesem Level hinkriege, dass ich irgendwie immer ein bisschen weiterkomme, dann werde ich das versuchen, bis zum Ende hinzukriegen. Wenn ich aber auch irgendwann keine Lust mehr habe, was ist das? Scheiße. Wenn ich aber die Lust verliere in diesem Level, würde ich mir nicht einfach ein anderes Level aussuchen, sondern ich würde sagen, wir fangen dann einfach direkt mit Tony Hawk an. Beziehungsweise wir machen Tony Hawk weiter. Weiter. Mit. Das muss so ausgesprochen werden. Sonst funktioniert das nicht. Ja. Aber das Problem ist auch, auf dem Seil ist man halt am schnellsten. Und das Problem, später vor allem, sind diese beschissenen Schildkröten, die einfach total behindert programmiert sind. Weil manchmal springst du daneben, manchmal springst du nicht hoch genug, manchmal macht sie dich kaputt. Dann hast du eine Maske und dann ist die Schildkröte auf einmal weg. Bumm! Ach,
Fick dich doch, Mann. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Das weiß ich nicht. Ich hab's noch nie am PC gespielt. Also Crash. Aber ich hab gehört vom Rick. Ja, Gold ist das Ziel. Ich habe von Rick gehört, dass das an sich sowieso am PC einfacher sein soll. Weil es halt auf 60 FPS läuft. Aber ich kann das halt nur so wiedergeben, wie er es gesagt hat. I hate it. I doubt it. Ach komm, ey. Ich glaube, seit 10 Minuten bin ich jetzt hier schon in dem Level drin. Ich habe noch nichts gerissen. Nichts. Also gar nichts. Ich würde sagen, wir machen noch 3 Versuche. Also 3 vernünftige Versuche. Das zählt zu einem vernünftigen Versuch. Und dann fangen wir mit Tony Hawk an. Mit 2, letzter Versuch. Ich versuch das jetzt nochmal. Ich bin so weit gerade gekommen. Come on, everybody.
Nein! Verdammte, ich mach das jetzt nochmal. War es, glaube ich. Glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher. Ach komm, ey. Wenn man nicht hinguckt, wenn man spielt. Ach man, das ist doch bescheuert. Wundervoll. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als 20 Minuten lang und noch länger dieses Level zu machen. So, ich sage jetzt nochmal 3 Versuche. Und dann ist aber wirklich Schluss. Außer wenn ich natürlich bis kurz vors Levelende komme oder so. Dann ist das natürlich wieder was anderes, ne? Das zählt nicht. Nummer 2. Ich mache auch heute nichts mehr. Wir machen hier für heute Schluss mit Crash Bandicoot. Und werden dann hoffentlich beim nächsten Mal mit diesem wunderschönen Level fortfahren können. Also das auf jeden Fall, aber ob wir es auch schaffen, ist dann halt so eine andere Sache. Gut, dann hoffe ich, euch hat diese Aufnahme des Live-Let's Plays gefallen. Und ja, hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal dann wieder. Tschüss!